Hi Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Diablo 3. Und jetzt mal die Katapulte hochgezogen. Ja, da haben wir auch Asmodon schon getroffen und ja, Tyrael hat uns noch was zu Asmodons sagen. Dämonen haben eine Bresche in unsere Mauern geschlagen und strömen nun in die Bastionstiefen. Wenn sie nicht geschlossen wird, wird die Festung überrannt werden. Wenn ich zurückkehre, wird die Bresche versiegelt sein. Also müssen wir hier runter, aber Tyrael hat noch was zu sagen. Der Rausch des Kampfes. Wieder einmal erfüllt mich der Rausch des Kampfes. Es ist zu lange her, dass ich meine Klinge gegen die Mächte der brennenden Höllen erhoben habe. Ich erinnere mich an zahllose Schlachten im Herzen der Ebenen des Wahnsinns, als meine Brüder und ich alles aufs Spiel setzten, um die Dämonenbrut zurück in ihre Höllen zu treiben. Schlachten der Götter selbstwürdig. Ich kenne eure Götter nicht, mein Freund. Aber es waren in der Tat glorreiche Schlachten. Wir führen unseren ewigen Konflikt, seitdem das erste Licht auf die Schöpfung fiel. Aber jetzt fühlt es sich auch zum ersten Mal so an, als sei ein Ende in Sicht. Was macht der Mann eigentlich da unten? Will ich schlafen? Da sind auch noch welche. Keine Zeit zum Schlafen. Er sagt, er wird keine lebenden Männer in den Kampf gegen imaginäre Dämonenfürsten schicken. Vielleicht wird er es glauben, wenn sein Königreich in Schutt und Asche liegt. Ah. So, Tyrael Befehl. Ihr seid ein außergewöhnlicher Krieger. Der Kampf ist das, wofür ich geschaffen wurde. Ihr habt uns gut geführt. Ich tue, was ich kann. Imperius selbst hätte Schwierigkeiten gehabt, diese Mauern so lange zu halten wie diese Soldaten. Die Welt steht tief in ihrer Schuld. Wer ist Imperius? Imperius ist der Erzengel der Tapferkeit. Er ist derjenige, der über die Legionen der hohen Himmel befiehlt. Ah, okay. Dann haben wir noch die Schlacht um das Diamantentor. Ist jemals eine Seite an den Punkt gekommen, an dem sie den ewigen Konflikt hätte gewinnen können? Wir glaubten, wir hätten alles verloren in der fünften Schlacht um das Diamanttor. Die großen Übel und ihre Legionen brandeten gegen den Eingang zum Himmel selbst. Aber einer meiner zuverlässigsten Leutnants, Isual, drängte sie zurück. Und doch wäre der Tag vielleicht verloren gewesen, hätten die Dämonenfürsten nicht angefangen, sich untereinander zu bekriegen. So sicher waren sie sich ihres bevorstehenden Sieges, dass sie sich gegeneinander wandten und sich über die noch zu erringende Beute zerstritten. Ich schaudere, wenn ich daran denke, was die Dämonenfürsten erreichen könnten, sollten sie jemals damit aufhören, einander zu betrügen. So zeigt sich die selbstzerstörerische Natur des Bösen. Okay, mal gucken, ob noch jemand zu erzählen hat. Ist hier unten nochmal? Lea vielleicht? Oder Adria? Jawohl, hier. Lea! Der Stein bebt! Ich kann ihn kaum noch halten! Ihre Stimmen, sie kreischen in meinem Kopf! Wird Lea den Bösen des Steins widerstehen können? Ganz eindeutig ist der Stein nicht dafür geschaffen worden, für immer sechs Dämonenfürsten darin gefangen zu halten. Einzig und allein Leas Wille hält ihn noch zusammen. Seid stark, Lea. Ich weiß, dass ihr es sein könnt. Asmodans Zeit nähert sich ihrem Ende. Ich wünschte, wir könnten mehr für Lea tun. Vielleicht könnte ich den Stein für eine Weile zusammenhalten. Nein, ich brauche eure Hilfe im Kampf gegen die Dämonen. Nun gut. So, Hoffnung. Ich bin froh, dass dies fast vollendet ist. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr viel Zeit. Ihr seid stärker als eure Angst. Erinnert euch an das Gasthaus, das ihr eröffnen wollt. Einen sicheren Ort. Zieht Stärke aus diesem Traum. Nein, ihr hattet recht. Es ist nirgends sicher, für niemanden. Schaut euch doch um.
Wenn diese Festung uns nicht zu schützen vermag, was könnte dann ein dummes, kleines Gasthaus schon ausrichten? Hey, Lea. Eines Tages, wenn all das hier vorbei ist, werde ich mich auf den Weg machen und das Gasthaus besuchen, das ihr eröffnen werdet. Wenn die Welt ein sicherer Ort und all das hier nichts weiter als eine ferne Erinnerung ist. Ihr werdet den Stein zusammenhalten, dessen bin ich mir sicher. Die dämonische Raserei nimmt erneut zu. Aber ich kann es schaffen. Ich weiß, dass ich es kann. Und dank euch. Ui, Achievement haben wir bekommen. Schön. So, Adrian. Leiden. Ich hoffe, dass Lea stark genug ist, diese Schmerzen zu ertragen. Jeder Mensch leidet. Aber für etwas zu leiden, das größer ist als man selbst, das zeichnet einen wahren Helden aus. Meine Tochter ist alles, was ich mir je von ihr erhofft habe. Okay. Gut, dann wollen wir mal wieder rausgehen. Ach so, erstmal gucken, ob wir hier... Ach ja, wir haben ja hier noch viele Dinge. Die müssten wir natürlich auch erstmal aussortieren. Das können wir nicht gebrauchen. Das auch nicht. 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 Okay, dann tun wir einen Teil. Einen Teil hier verkaufen. Unsere. Hier unsere. Na. Dingens, Diamanten. Wie heißt der? Juwelenschmied. Hat uns auch gleich noch was zu erzählen. Aber das machen wir gleich. Wir tun erst mal. Hier noch mal ein bisschen was zerhaxen. Und zwar machen wir erstmal hier die. Das auch. Das, das, das. Das und das und das. Ja, und das machen wir auch noch. Was ist das denn? Ah, das sind wir auch zerhaxen. Komm. So, und den Rest verkaufen wir dann. Es sind einfach zu viele Dämonen da draußen. Könntet ihr etwas dagegen unternehmen? Ja, wir machen das doch schon. Wir sind schon dabei. So, gut, zum Diamantenschmied. Beinahe hätte ich wieder vergessen, wie der heißt. So, was hast du denn zu erzählen? Reden? Ein besonderes Juwel. Ich wusste doch, dass ihr mich an aufregende und mysteriöse Orte führen würdet. Wir könnten praktisch jederzeit das Juwel finden, das ich suche. Für einen Mann, der so von Juwelen besessen ist, erscheint ihr mir nicht gerade reich. Das ist schnell erklärt. Ein gutes Paar Sandalen hält 10 Jahre. Aber man kann nicht nach verfluchten Juwelen suchen, ohne pro Tag 10 bis 12 große Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Das geht ins Gold. Moment mal. Das Juwel ist verflucht? Ein bisschen. Ab und zu ändert es seine Form, ja. Oh, und es treibt seine Besitzer langsam in den Wahnsinn. Ansonsten ist es völlig harmlos. Okay, was hast du als nächstes? Zeig. Was? Zeig. Hä? Zeig der. Schlemm? Brr. Versucht man einem jungen Burschen einen guten Rat zu geben und er nimmt an, dass man der Gott der Diebe von Chansai ist und als greiser Juwelier verkleidet durch die Gegend zieht. Ich kann die Verwechslung verstehen. Sai und ich sehen uns tatsächlich ein wenig ähnlich. Ich stelle fest, dass ihr nichts getan habt, um ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Warum sollte ich das? Wer verdient mehr Schutz und Führung als der bescheidene Dieb? Die Einwohner von Qiansai verehren 59 Götter, aber wenigen wird so viel Ehrfurcht zuteil wie Sai, dem verstoßenen göttlichen Schelm, der als einfacher Händler verkleidet durch Sanctuario reist. Die Geschichten seiner Heldentaten reichen von brillanten Diebstählen und Streichen bis zu schlüpfrigeren Abenteuern, von denen ich an dieser Stelle besser keine wiedergebe. So, der hat noch was zu sagen. Legenden und Mythen. Ihr seht mich auf sehr seltsame Art an. Ich habe zu den Göttern gesprochen, doch sie nie direkt zu mir.
Ich glaube nicht, dass ihr einer seid. Aha. Sagt mir, wie kommunizieren eure Götter, wenn nicht auf direktem Wege? Ich lausche. Ich halte nach Zeichen Ausschau. Der Wind führt mich. Die Wolken weisen mir den Weg. Das klingt recht kompliziert. In meiner Religion erscheinen die Götter manchmal in sterblicher Gestalt, um verwirrten Reisenden Weisheit zu spenden. Ihr besteht also darauf, ein Gott zu sein? Das müsst ihr schon selbst beurteilen. Fühlt ihr euch schlauer, ihr Schlaumeier? Hm? It's bold. So, der Preis des Juwels. Ich glaube, ich habe mich in Bezug auf das Juwel, das ich suche, geirrt. Es ist auch nicht in diesem Land. Was für eine Schande. Warum sucht ihr dieses verfluchte Juwel? Weil es Tausende getötet hat. Und weil ich der Einzige bin, der es besitzen kann, ohne Schaden zu nehmen. Das ist töricht von euch. Glaubt ihr, dass ihr es berühren könnt, weil ihr behauptet, ein Gott zu sein? Nein, weil es mir schon alles genommen hat, was von Bedeutung ist. Aber genug davon. Ich habe jetzt schon lang genug ohne würziges Rindfleisch und noch würzigeren Wein durchgehalten. So, der gefrorene Norden. Es ist einfach unnatürlich, von einem so heißen Ort an einen so kalten zu kommen. Die Veränderung tut meinen alten Knochen nicht gut. Ich gehe, wohin ich gehen muss. Und was ist das für ein Lärm? Das klingt, als wären wir mitten in einer Schlacht. Dies ist eine Schlacht. Ja, das ist wohl wahr. So. Erinnerung. Ich sehe nicht euer übliches Lächeln. Was bedrückt euch? Oh, ja, 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 ja. Erinnerungen sind nutzlos, nicht wahr? Man kann sie weder essen, noch sie gegen Essen eintauschen. Ich bin froh, dass sie mir langsam entschwinden. Ich habe mich gerade an die Zeit erinnert, als ich das Juwel bis nach Skobos verfolgt habe. Eine lange Geschichte. Aber sagen wir einfach, dass es zwischen den Seeungeheuern und Giftpfeilen erneut verloren gegangen ist. Ein enttäuschendes Ende. Oh, das war's. Aber als die Decke des Theaters nachgab, fiel ich direkt in den Schoß des Fräuleins, das bald darauf meine siebte Frau werden sollte. Ihr gelang es, mich zu trösten. Ihr hattet sieben Frauen? Oh, nein, 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 nein. Ich war um einiges häufiger verheiratet als siebenmal. Aber nie mit mehr als zwei Frauen gleichzeitig. Ich möchte ja nicht, dass irgendwer behauptet, ich wäre gierig. Tja. Okay, weitere Erinnerungen. Erzählt mir eine weitere Geschichte aus eurer Vergangenheit. Meine zehnte Frau war eine ganz entzückende Barbarin. Sie war gut zwei Handbreit größer als ich. Eine umwerfende Frau. Unsere Ehe endete sehr abrupt, als sie herausfand, dass ich ihren zehn engsten Freundinnen Besuche abstattete, während sie auf Schlachtzügen unterwegs war. Sie hat mich von einer Klippe gestoßen. Zum Glück hat mein Kopf den Sturz aufgefangen. Vielleicht ist das der Grund, warum ich mich nicht mehr an ihren Namen erinnern kann. Wie hieß sie doch gleich? Hat er noch was zu sagen? Nein? Okay, dann wollen wir mal losziehen. Die Dämonen sind in der Bastion. Sie kommen aus den Tiefen. Zu den Waffen! Zu den Waffen! So, Bastion, Ebene 1. Bin ich mal sehr gespannt, was uns hier jetzt so erwartet. So. Ist mir hier ein bisschen... Okay, hier geht's lang.
Der Fall der Barbaren, Teil 1. Ich hatte das Glück, während meines Lebens viel über die komplizierte Geschichte der Barbaren herausfinden zu können. Doch der Ursprung dieser großen, mächtigen Krieger liegt weitestgehend im Dunkeln. Die Legende besagt, dass sie Nachkommen von Vulkatos sind, einem Urahnen, der ihre Ideale von Stärke, Tapferkeit und Mut verkörperte. Okay. Gehen wir da mal hoch? Das werde ich nicht tun. Doch, du sollst da hoch. Neues Wissen. Seelenreißer sind der Fluch der Lebenden. Es sind Kreaturen, die aus der unendlichen Bosheit entstanden sind, die im Inneren der Hölle brodelt. Sie sind beweglich und flink und halten sich mit ihrer riesigen Zunge an ihrer Beute fest, um sich dann schlagartig heranzuziehen und auf ihr Opfer zu schwingen. Sobald ein Reißer das erst einmal geschafft hat, ist er nicht mehr davon abzuhalten, sich an seinem Opfer zu weiden. Ah, die Fässer mal kaputt hauen. In die Tür. Das ist nicht möglich. Ah, da hinten sind auch noch Gegner. Ihr verlangt das Unmögliche. Ich glaube, da hinten geht's weiter. Wir gehen jetzt nochmal hier unten hin. So. So, hier. Nichts mehr. Sehr gut. Unten noch. Ein Brunnen. Okay. Überdenkt euer Vorhaben. Ihr verlangt das Unmögliche. Na, komm noch her. Na? So. Okay. Und wieder ganz schön weit rein. Naja, mal gucken wir mal. Wow. Okay. Überdenkt euer Vorhaben. Okay, dann ist, haben wir hier doch alles, oder? Na, schaut so aus.
Okay, dann gehen wir mal da hoch wieder. Oh, Gold haben wir noch vergessen. Hier haben wir noch die Fässer vergessen. So, wir gehen jetzt mal hier lang. Thanks. Gucken wir jetzt mal da unten, was da so noch ist. Das ist nicht möglich. Doch da hoch. Hm. Das Problem ist immer, wenn man einen Weg geht, dann muss man wahrscheinlich immer wieder zurücklaufen. Und das wollte ich ja eigentlich immer vermeiden, aber ja. Kann man nicht so vermeiden, ne? Das ist ein bisschen schwer. Aber na gut, ich gehe jetzt erstmal hier lang. Okay. So, da geht's auch noch lang. So. Ist auch nichts Besonderes. Dann gehen wir mal hier hoch. Ihr verlangt das Unmögliche. Bis hier lang. War so blass und verstört. Es schmerzt mich, mir vorzustellen, was sie im Augenblick durchgeführt ist. Ah, die wird es schon schaffen, die Lea. So. Nein, da geht's nicht lang. Okay. So. Was wir hier so schönes gekriegt haben. Hm, ne. Oh, ein Ring. Hm. Okay. Und schon was. Bist du zur Zähne bewaffnet? Was heißt denn das? Ah, haben wir noch Banner-Dings bekommen? Ah. Haben wir da jetzt was übersehen? Ach ja, da hinten geht's auch noch lang. Wollte schon sagen, sind wir denn schon fertig? Ah, noch ein paar Fässer. Das werde ich nicht tun. So. Der Sturm bricht los.
Da hinten geht's auch noch lang. Mal. Oh, ein bisschen Gold noch hier. Gold kann man immer gebrauchen. Geht's da hoch? Ah, da ist so ein Checkpoint. Sehr gut.